Morgen. Morgen. Wir sind hier in Den Helder. In Den Helder, ja, genau. Und zwar auf dem Stellplatz Wilhelmsport. Am Yachthafen hier. Am Yachthafen direkt, also quasi unweit vom Fähranleger nach Texel. Hm. Und wir haben euch gedacht, wir zeigen euch den Platz mal eben. Geht da ganz schnell. Der ist nicht groß, das kriegen wir hin. Erstmal muss ich sagen, was total komisch ist. In den Niederlanden ist seit vorgestern die Maskenpflicht gefallen. Ne? Mhm. Ist ein sehr beklemmendes Gefühl, finde ich. Ne? Also komisch, sagen wir mal so. Ne? Ist komisch, anders, ja. Anders. Ja, wir haben hier, das ist eigentlich ein ganz normaler Parkplatz. Ne? Ja. Ihr habt hier das gekennzeichnet und die Felder, wo vorne hier eine Nummer drin steht, wie zum Beispiel hier die Nummer 29. Was ist die Nummer? Da können wir drauf fahren. Daneben ist dann keine Nummer und da dürft ihr nicht drauf fahren. Also immer nur die Plätze, wo eine Nummer drauf ist. Das richtig. Ist ganz gut, ne? Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wo wir Abfall entsorgen können. Fähr- und Entsorgung, Toilette, Dusche, alles hier. Ein ganz netter Platzwart, ne? Mhm. Der kommt abends nochmal mit dem Pickup hier rumgefahren. Das ist schon ganz schön. Da hinten aber schon den Müll? Ja. Gehen wir mal hin. So, hier habt ihr direkt die Abfallentsorgung. Das ist gar kein Problem. Hier wird ein bisschen getrennt, ne? Hausmüll, Glas. Direkt hier hinter seht ihr, da steht schon so ein schönes Schiff. Da befindet sich das Marinemuseum. Ne? Mit das so ist ja auf dem ganzen Gelände, ja? Ja. Da, aber wenn man da durchgeht, ist man auch sofort am Fähranleger nach Texel. Genau. Ne? Da war gestern eine lange Schlange, sag ich euch. Jo, jo, jo. Überall am Platz sind mehr als genug Stromsäulen. Das ist mit Münzbetrieb. Die Münzen bekommt ihr beim Platzwart. Beim Hafenmeister. Hafenmeister, genau. Eine Münze kostet 1 Euro und sind 2 kW. Ja, ist ja. Okay. Und wenn ihr durchlauft, habt ihr sofort hier so ein altes Schiffchen liegen. Da hinten nochmal ein altes Kriegsschiff liegen. Und hier ist eben die Marina. Ne? Man braucht hier nur am Kai entlang gehen. Dann ist man sofort bei den ganzen Restaurants, ein Kino. Genau. Ne? Was ist da noch hier? Ein paar Bars, ne? Ja, wir waren gestern Abend in einer netten Bar. Ja. Casino ist da. Ihr seid aber auch ganz, ganz schnell in Den Helder in der Stadt drin, wenn ihr ein bisschen shoppen gehen wollt zum Beispiel. Ja. Also hier kann man ganz, ganz viel machen. So, hier habt ihr die Entsorgung? Genau. Hier könnt ihr einfach mit eurem Wohnmobil drauf fahren. Da haben wir einen Bodeneinlass. Da könnt ihr euer Grauwasser ablassen. Ohne Probleme, ist groß genug hier. Hier bekommt ihr noch frisches Wasser. Das ist einfach mit Münzen, ne? 50 Cent. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel Wasser man dafür kriegt. Nee, steht nicht dran, ne? Nee, das steht leider nicht dran. Naja, aber es kostet 50 Cent. Direkt neben der Entsorgung habt ihr das Badehaus. Ja? Das ist alles mit einer Karte. Warte, ich hole sie mal raus. Gib sie her, die Karte. Hier ist die Karte, der Durchgangspass. Hier, einfach die Karte vorhalten, Türe öffnen, fertig. Was ich ganz süß finde, und das ist mir gestern direkt aufgefallen, hier gibt es so ein Buch, da kann man sich eintragen. Da werden wir uns gleich auch noch eintragen und was Nettes über den Platz schreiben, mhm. Weil der Hafenmeister echt netter war gestern. Ne? Ja. Ja. Also ihr habt hier noch so einen Vorraum. Hier ist ein bisschen Deko ausgestellt, das finde ich ja schon mal. Ich habe gestern schon mit dieser Lampe geliebäugelt. Schau mal, ist das ein Jeans? Ich habe Jeans gemacht. Finde ich total witzig. Kostet 45 Euro. Der Laden ist hier in der Nähe, da kann man die Sachen dann kaufen. Fand ich echt. Guck mal, die Uhr aus Gürtelstein. Ja, finde ich auch lustig. Ja. Ja. Cool. So, hier Chemietoilettenentsorgung. Hm. Hier kann man einfach sein Klöchen sauber machen, auch ohne Probleme. Ich finde das immer schade, wenn die Leute sowas nicht sauber halten. Ärgert einen so ein bisschen, ne? Weil eigentlich ist es hier schon ziemlich sauber in den Badehäusern. Aber es gibt natürlich auch kleine Ferkelchen. Ja, das ist der Herrenbereich. Ja, aber... Das ist der Damenbereich. Ich gehe jetzt in den Damenbereich mit euch. Also es gibt wieder schlechte Aufnahmen, die Mona ist dran mit Filmen. Hier ist der Damenbereich. Hier habt ihr ein paar Waschbecken mit einem Spiegel, Steckdosen, alles was man braucht. Hier ist noch ein Kinderwickelraum. Hier an der Seite. Dann gucken wir mal in die nächste Tür. Hier haben wir die Duschen. Hier vorne mit einer kleinen Bank, wo man seine Sachen aufhängen kann. Und hier hinten in der Ecke
befindet sich die Dusche. Ja, auch hier alles ordentlich, alles sauber. Wunderbar. Da sind noch drei Toiletten. Gucken wir auch noch mal eben rein. Da, super sauber. Alles gut. Und auch schick gemacht mit dem Holz hier. Ja, ihr Lieben, hier kann man anständig duschen, auf Toilette gehen. Alles sauber, alles fein. Heute bitte Sonntagsschrift, Herr Alf. Kann ich nicht, du musst machen. Ich habe schon mal das Datum geschrieben. Okay, dann schreiben wir was rein. Was schreiben wir denn rein? Super, toller Platz mit sauberen Sani-Anlagen. Verewigt. 26.02. Stehen wir drin. Stehen wir drin. Ich finde, wenn sowas ist, dann muss man das auch machen. Ja. Ja. Jetzt so ein Hinweis für Neuigkeiten, denke ich mal, ne? Ja. Gut. Das ist schön hier. Ich finde es nett hier. Gefällt dir? Ja. Ja, nochmal zum Preis. 15 Euro kostet der Platz hier für eine Nacht. Ja. Kann man gar nichts sagen. Nee, kann man gar nichts sagen. So zentral hier. Hm? Gehen wir da einmal hier rein? Ja, würde ich sagen. Wie habt ihr den Eingang? Oje. Du bist der Hafenmeister, ne? Ja, stimmt. Ja, du machst alles hier mit den Preisen, mit den Zetteln, mit den Karten. Ja. Ja. Wie lange machst du das schon? Jetzt 9 Jahre. 9 Jahre? Ja, 9 Jahre. Okay, ja. Sehr schön. Also hier bekommt ihr alles, da braucht ihr keine Angst haben. Hier gibt es Informationsblätter für über die Fahrradwege. Ja. Ja. Und wir haben auch noch eine Information auf das Ort. Ja. Das vorne. Und da habe ich noch viel mehr, was zu tun ist und zu angucken. Ja, man kann ganz viel von hier aus machen, ne? Ja. Ob jetzt nach Texel rüber oder in die Stadt oder das Museum ist toll. Ja, das andere Museum, das Rettungsmuseum an der anderen Seite noch. Ja. Ja, noch essen und trinken. Und, Viele schöne Sachen kann man hier machen. Stimmt. Ja. Ja, ihr könnt euch hier nicht nur anmelden, sondern ihr bekommt hier auch noch so ein bisschen Campingbedarf, ne? Ja, ein klein bisschen. Nicht und so viel. Die typischen holländischen Holzklocks kann man auch hier kaufen. Aber ich denke mal, das ist mehr für die Marine ausgerichtet hier, ne? Für Boote, ne? Auch, aber das sind auch Leute von der Wohnmobil, die wir da machen. Ja, okay. Ich finde das schön und. Ja. Die Fahrräder kann man mieten oder wofür sind die? Ja, na, die sind nicht. Die sind von meinen. Wir haben Sturm gehabt und alles ist drinnen gesetzt. Okay. Aber die anderen, die können mieten, ja. Okay. Was nimmst du für ein Fahrrad am Tag? Oh, ich glaube 8 Euro oder etwas. 8 Euro? Aber kein Elektro, nur normale, ne? Allein normale, ja. Okay. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr keine Fahrräder mit habt, könnt ihr auch hier Fahrräder mieten. Mona, Glockjes? Glockjes. Holländisch. I love it. So cool. Ja, auf jeden Fall bist du ein sehr herzlicher Mensch. Also wir haben uns gestern sehr wohl gefühlt bei dir. Danke. Ja, das war wirklich gut. Auch, dass du abends dann nochmal rumgehst bei den Leuten. Ja, das ist auch okay. Ja. Wirklich toll. Hat uns gefallen. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Das wäre schön zu hören. Das machen wir. Ja. So, dann schönes Wochenende noch. Ach, Sie auch? Und jetzt gehen Sie nach Texel, oder? Nee, wir gehen rein in Sandford. Sandford. Ja, das ist auch schön. Ja. Mal gucken, ob man einen Platz kriegt. Genau. Ja, das ist auch. Voll überall dieses Wochenende. Ja, das sind viele Leute. Ja, wir haben immer Platz. Das ist kein Problem. Ja. Allein in de Sommer ist das, wie spät ich anreisen, dann wird das schwierig. Also was uns gestern Abend aufgefallen ist, die Anreise zur Fähre ist ja immer Stau, ist ja Wahnsinn, ne? Nein, das jetzt war das normal, mit das Wochenende machen sie 2 Schiffen hin und her. Ja. Aber ein Schiff ist nächste Woche kaputt gegangen, wegen der Sturm. Ja. Und hadden sie maar 1 Schiff gehabt. Okay. Und ja, dann dauert das 3/4 Stunde, bevor das wieder aufgeladen wird. Das war ja wahnsinniger Stau. Ja. Ja. Das war echt der Hammer. Ja. Wahnsinn. Wenn Sie hier vorher gestanden haben, dann musst du 3-4 Stunden warten. Ja. Ja. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, nein. Normal ist das nicht. Nein. Nee. Aber wie gesagt. Für uns mal schön zu sehen, ne? Also was hier los ist in der Gegend. Das stimmt, das war gut. Ja. Ja, aber was ihr auch schön machen könnt, ist mit Fahrrädern nach Texel gehen, einen ganzen Tag. Mhm. Und dann kannst du rundfahren und
Ja. Das machen auch viele Leute. Das war erst unser Plan, aber dann war ja gestern so windig. Ja. Und dann haben wir gesagt, oh nee, dann fahren wir nicht nach Texel rüber und heute ist das schönste Wetter. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Auf jeden Fall kommen wir wieder und wir bedanken uns für deine Gastfreundlichkeit. Ja, danke. Danke schön. Sie auch. Und bis nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, tschüss. Danke. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, dass das wirklich ein cooler Typ hier ist. Also der ist total nett und gastfreundlich. Und ja, das war unser kleiner Aufenthalt hier in Wilhelmsort. Und für uns geht die Reise jetzt erstmal weiter. Ja. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Bilder. Ja. Und der hat gerade noch gesagt, der Platz soll noch ein bisschen geändert werden. Ja, soll er noch möchte mehr, gerne ein bisschen mehr Grün haben. Er möchte mehr Grün haben, genau. Ja, so ein bisschen weg von dem Parkplatz. Feeling. Feeling, genau. Ja.